Die Nacht ist dann auch nicht so interessant. Die Mobkeule würde ich aber doch gerne mitnehmen. Wo ist eine sehr gute Haltbarkeit? Ich will. Okay, wir nehmen sie doch nicht mit. So. Nein, das war ja kein richtiger Boost nach oben. Weil da hinten ist noch eine Truhe. Okay, das ist ein Strauch. Dann ist der Drache wieder da, ist eine Truhe. Oh, noch nicht meine Fackel. Hoffe ich zumindest. So. Ein Opal. Ein Opal, du Schmal. Auch noch eine Truhe. So, was haben wir hier drinne? Feuerpfeile. Dazu sage ich aber nicht nein. Davon ist dort hundertprozentig irgendwas fähig. So. Hure. Ja, du legst mich nicht rein. Oh, was seid ihr denn? So. Da hinten ist dann auch noch eine Truhe. Nehme ich natürlich auch noch mit. Als Baugepäck. Ich nehme mal die Himbeeren mit. So. Wer hat eigentlich die Truhen hier verloren? Arschloch. Ich hab unten drunter geschossen. Du regst mich auf, weißt du? Alter! Ja, mein Gott, ey! Noch ein Grund, dieses Gebiet nicht zu mögen. Bleib doch mal stehen! Leg jetzt mit der Flippel nach oben! Los, wir wollen diesen Drachen was. Wir wollen von diesem Drachen irgendwas pushen. Wow, Link! Hey, mein Gott! Flieg nach oben! Der Drache ist, glaube ich, auch viel, 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 viel schneller als wir. Ich überlege, wie wir noch eigentlich ganz gut an den Rennen kommen, aber ich glaube gar nicht erstmal. Schade, schade. Sehr schade, wirklich. Hey.
Oh. Vielleicht hat das dort was mit dem Drachen zu tun, das Wandgemälde da liegen ist. Ich habe nicht immer noch keine Ahnung. Ich einfach mal einen Elektropfeil in die Mitte schießen, das wäre natürlich auch die Möglichkeit. So. Pom, 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 pom. Ja. Tschüss. So. Also, gehen wir mal einfach mal da drüber hin. Aber vorher holen wir uns hier noch eine Truhe. Da. Jaule, 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 jaule. So. Das ist eine gute Strategie eigentlich gegen die Wölfe, wenn sie aufjaulen, einfach hinzurennen. Grudo 2, da muss doch noch Platz sein. Hat man Grudo 2 Händler eigentlich schon fotografiert? Ja. Haben wir. Gucken wir mal eben, ob das was Besonderes macht, wenn ich da mit einem Elektropfeil drauf schieße. Wenn ja, freue ich mich, wenn nein, schade. Von hier könnte man eigentlich gut fliegen. Wir nehmen schon mal die Elektropfeile raus. Das war überraschend einfach. Ja, damit haben wir das Rätselige gelöst. Das Windgemälde haben wir auch abgeschlossen als Quest. Sehr schön. Das Tor geht auf. Und wir gehen hinab. In die Tiefe des Schreins und meistern hoffentlich diese Aufgabe. Und mit hoffentlich meine ich, wir machen das auch. Wir meistern diese Aufgabe. Wir haben schon wieder 6 Zeichen über Währung. So theoretisch. Wir haben dann 7, noch eine. Das denke ich mal, das kriegen wir auf der Reise hin. Dann könnten wir auch schon wieder 2 holen. Ach, guck mal. Ah. Naja, du grüßt mich. Jau, Segen. Ja. Ein Diamanten, damit haben wir 9 Stück. Hallo, Julia. Julia. Ja, mal viele. Ich habe die Prüfung gemeistert. Ich weiß, ich weiß. Und damit haben wir 7. Und volle Herzen. Das freut mich. Aber wir werden trotzdem nicht gegen den Ding da bla kämpfen. Wie heißt der Leune? Das wäre zu viel. Also ich weiß nicht, ich brauche noch eine besondere Strategie gegen die. Aber jetzt sage ich mal so, es ist, noch braucht man sie nicht.
aber die Betonung liegt da leider noch auf dem Loch. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr. Können wir ja verschnaufen, sonst... Naja, einigermaßen. Deswegen gehen wir kurz... Lass mal kurz ab von denen und wir gehen auf die andere Seite. Da können wir besser hinaufklettern. Wie weit wir gucken können. Da hinten ist doch... Ist das nicht Hateno? Warte mal. Ich markiere mal hier kurz. Welcher Turm ist das? Wo, wie weit könnte man sehen? Okay, ist jetzt nicht Hateno. Hateno ist auf der Seite. Aber das ist der Turm von Akala, ne? Ja. Wenn man sich überlegt, bis dahin können wir sehen. Das muss man sich mal überlegen. Das muss... Also das ist immer... Finde ich immer noch krass und sehr bemerkenswert in diesem Spiel. Waren wir hier in der Ecke nicht schon? Oh ja. Oh ja. Ihhh. Wisst ihr, was das hier war? Das war nicht zum... Guck mal, das hat sogar noch ein... Ich wollte gerade sagen, hier waren wir doch... Guck mal, das hat sogar einen Namen. Hier, das Hemo-Hochland. Das Social-Media-Plateau ist scheiße. Da habe ich echt keine guten Erinnerungen dran. Da ist es. Also wer das gemacht hat, der hasst Spieler. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, auf dem Berg, auf diesem Gipfel, da waren wir ja, ne? Genau. Und ich würde da auch erst auf den Gerudo-Gipfel, würde ich jetzt auch erstmal nicht mehr hochgehen. Weil, ne, wisst ihr Bescheid, wisst ihr ja schon. So, ich würde das bei hier auf der Ebene bleiben und hier mal gucken, ob es da ein bisschen was abgeht. Naja, das interessiert uns nicht, solange die uns nicht angreift, greifen wir ihn auch nicht an. Wir werden aber von irgendwas anderem angegriffen. Ja, wenn du Pferdeangriffe machst, mach ich das auch. So. Den haben wir richtig kalt gemacht. Der hat kein schönes Ende gehabt, muss man mal so auch mal zugeben. Aber da unten auf der Ebene ist jetzt auch nicht mehr zu sehen. Nö, nö. Das heißt, wir können ohne groß weiter zu labern weiter. Und schauen uns einfach mal um, was uns hier noch gegeben wird. Wir werden irgendwann mal angegriffen. Geschickt ausgewichen. So. Das muss ich sagen, das war wirklich ein geschickter Ausweichmove, aber hat ihn ja auch letztlich nicht viel gebracht. So. Die Wölferlege gehe ich immer noch lieber vorher als... Das wollte ich nicht, aber hier scheint was zu sein. Was? Startschuss der 8 Kriegerinnen. Okay. Hast du mir etwas zu sagen, meine liebe Kriegerin? Ja, muss doch irgendwas sein. Komm schon. Okay, anscheinend nicht. Komm, Link. Och Mann, ich wollte das ja... Ist jetzt einsatzbereit. Ja, schön. Guck mal, wir hängen an der Brust. So, ist hier denn irgendwas?
Ja, vielleicht wird das noch wichtig für die Hauptmission. Und Rhodonit. Sieht man auch gerne. Da an der Ecke ist nicht sonderlich viel. Link. Gut, da kommen wir schon gut hoch. Wir können aber trotzdem mal kurz gucken, ob es da irgendwas bergabwärts noch irgendwas gibt. Auf der, wie heißt das? Ach, das ist die Statue der achten Kriegerin. Heißt das vielleicht hier 1, 2, 3. Da war keine. Ich habe gedacht, dass da vielleicht 8 Krieger sind. So. Einfach mal gucken, ob es hier vielleicht irgendwas gibt. Außer Kojoten. So wie es ausschaut. Noch weiter runter will ich eigentlich nur ungern. Aber ich gucke nur, ob es hier vielleicht noch irgendwas Interessantes gibt. Aber anscheinend nicht. Obwohl das sogar einen eigenen Namen hat, wo wir uns befinden. Wie nochmal? Hemea-Hochland. Oder ist Hemea-Hochland? Doch, das ist das hier, ne?